Und dann ein herzliches Willkommen zurück bei Echo. Wir sind heute bei der Donnerstagaufnahme, oder? Donnerstag, ja. So, und so fett wie der Donnerstag ist, haben wir auch was Fettes vorbereitet. Und zwar Fass und Öl. Ölfass. Richtig, wir produzieren Ölfässer. Ah, das wird so schön. Weißt du, wie viel Öl wir in die Natur schütten können? Und die werden auch relativ schnell produziert. Das ist so ein Massenartikel, der auch immer gleich weg ist. Also ein Fass, ein Öl weg, weißt du? Und dann nehmen wir das leere Fass, also wo noch Ölrückstände drin sind, und schmeißen die einfach hier in den See. Das ist in Ordnung. Ja, das kann dann im Otter mitspielen. Ja, genau. Vielleicht verfängt er sich drin, schneidet sich auf, irgendwie sowas. So, wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet, haben hier schon die ganzen Fässer runtergebracht, wo wir brauchen. Und wir haben... Fussel, fährst du? Wenn du möchtest. Gut, dann kann ich nämlich auf der Karte mal zeigen. Heißt, ihr müsst alle auf meinen Kanal kommen. So, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen anbauen. Das ist ein bisschen eng. Ja, kriegen wir noch. Nämlich hier bei unserer Mine und bei unseren Himbeerfeldern haben wir Öl angeblich. Blaubeere. Oder hier richtig. Auf der Insel. Wie gesagt, bei dem Spiel würde es mich nicht wundern, wenn hier kein Öl ist. Oder fahr den Hasen. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Fahr einfach. Bin ich auch schon reingefahren. Nee. Und wenn das Ding dann runterfällt, das mache ich nicht. Ja, dann lass mich fahren. Das ist rechtlich. Ich habe dich gesehen, wie du als Busfahrer fährst. So, wie gesagt, Cloud Map. Genau hier ist Öl. Und ein Stockpile. Ja. Meine, das ist mit den Stockpiles ist gar nicht schlecht. Weil dann könnten wir nämlich hier die Raffinerie und so weiter hinbauen. Wir müssten aber dann noch irgendwie uns Gedanken machen, wobei, naja, es geht, ne? Wenn wir hier am Lager sind, dann brauchen wir ja, die paar Meter können wir ja auch laufen. Also hier muss ein Lumberjack hin. Warte mal, wo habe ich denn den Lumberjack? Da ist er. Hast bestimmt eins dabei, wie ich dich kenne. 3. Wow. So, dann zeig mal deine Öl, Turm Oil Skills. Power Grid. Was hat er denn an Power? Was braucht er denn an Power? Der braucht elektrischen Strom. Haben wir elektrischen Strom? Ja, über Dampfmaschinen können wir das machen. Aber ich möchte natürlich richtigen Strom herstellen. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, Öl. Die Frage ist jetzt, hier müssten wir doch auch sehen können. Status. Berechtigung? Nein. Lagerplatz? Nein. Herstellung? Also er würde Petroleum herstellen. 11 Minuten und 54 Sekunden. Was? Bei mir steht 12,2. 11,54. Alles klar, alles gefixt. So, und ich glaube, das ist es auch. Dass wir zum Beispiel, wir können ja mal gucken, wenn wir hier eine hinbauen. Da dauert es nämlich nur 11 Minuten 27. Also ist hier die Wahrscheinlichkeit, Öl zu kriegen, noch viel besser. Und wenn wir hier eine hinstellen, dann dauert das nur 11 Minuten 31. Also irgendwie so in der Größenordnung wird das wohl laufen. Okay, keine Ahnung. Ich habe bis jetzt noch nie damit gearbeitet. Ich auch nur bedingt. Und die Dinger waren bislang wenigstens nicht... da gibt es ja noch so Anschlüsse, ne? Aber die waren bis jetzt noch nicht... ja, ich habe hier keinen Lagerplatz in der Nähe. Also die wäre eigentlich von der Station her doof. Und ich wäre natürlich dafür, dass wir das hier alles wenigstens planieren. Damit dieses scheiß Gestrüpp hier weg ist. Widerlich, was die Natur sich jedes Mal einfallen lässt, um uns zu ärgern. Dann stellen wir die einfach nebeneinander und dann lassen wir so ein bisschen laufen. Und dann müssten wir ja eigentlich hier demnächst hier Petroleum haben. Ne? Und dann gucken wir, wohin mit der... können wir ja auch nah beieinander stellen. Also das ist jetzt... Weißt du, ob die jetzt 11 Minuten oder 12 Minuten braucht? Das ist mir sowas von egal gerade. Wenn du willst, kannst du sie gerne abbauen und na, hier auf diese Fläche setzen. Oh, so dran. Alles gut. Außer hier, weil hier ein Baum im Weg ist. Ja, den kannst du ja auch töten. So, und dann könnten wir nämlich hier zum Beispiel auch die Raffinerie hinstellen. Die ist natürlich ein bisschen größer. Die braucht mit Sicherheit auch Strom. Warum habe ich eigentlich immer Stein in der Hand? Weg damit. So.
Ich weiß nur nicht, ob die zum Beispiel auch Wasser braucht oder nicht. So. Das ist jetzt ein bisschen arg groß, oder? Wasser, ja. Die braucht Wasser? Ja. Blöd jetzt, ne? Ja, also sagen wir mal so, eine Lösung für die Freitagsfolge hätte ich natürlich schon wieder. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Kollege weg. Der geht mir sowas von hier. Hat keine Natur was zu suchen. Hier ist Öl. So wird alles schön schwarz. Ich glaube, ich habe einen Baum am Kopf. Kann das sein? Kann gut sein. Hier sieht das wieder aus. Aber gleich ist es wieder schön in Naturform. So, ich habe 20 Holz. Der Wagen müsste ja leer sein. Dann können wir die vielleicht nochmal neu anordnen hier, ne? So, Holz müsste alles weg sein. Sehr gut. Und dann stellen wir einfach die Maschinen nochmal neu auf. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wie groß die sind. Wir können ja zum Beispiel hier die Erde auch mal nehmen. Braucht kein Mensch. Den füllen wir hier hinten einfach mal ein bisschen auf. Dass der Streifen breiter wird, ne? Ist ein bisschen blöd. Oder was? Nicht der Bremsstreifen. Achso. Musst du mal schön sauber machen. Dann hast du auch nicht so viel Bremsstreifen. Und nochmal, das ist ein Mythos, Baumwolle rostet nicht, ja? Also nur das meins, das als Tipp. Okay. Auch wenn deine Mama dich damit immer beruhigt hat und gesagt hat, Junge, da kannst du nichts für, Baumwolle rostet. Na, das ist ähnlich wie mit den beißenden Hummeln, weißt du? Du meinst netzbauenden Hummeln. Netzbauende Hummel, genau. Die Spider-Hummel. Spider-Hummel, Spider-Hummel macht was immer eine Spider-Hummel macht. Ja, nur Blödsinn. So. Da brauchen wir ganz schön viel Erde für, ne, wieder? Naja, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben Zeit, was sollen wir sonst machen? Weißt du, und so nehmen wir auch den natürlichen Otter-Lebensraum weg, weißt du? Juhu! Hat also alles Vorteile. Nur Vorteile. Ja. Mit diese scheiß Otter endlich aussterben. Weißt du, was wir da immer noch brauchen? Ein Bagger. Ich will einmal noch baggern. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir so Richtung Freitagsfolge. Ich meine, die Frage ist ja immer noch, wie viel nehmen wir heute? Ist das wirklich heute der letzte Tag, wo wir aufnehmen können, oder? Ja. Bist du dir da ganz sicher? Dann hättest du mir jetzt aber echt einen Strich durch meine Gedankenrechnung gemacht. Ich wollte eigentlich noch tatsächlich schaffen, den Meteor abzuschießen. Ich wollte dir sogar die Möglichkeit übergeben, dass du das machen kannst. Roter Knopf und naja, so, weißt du? Naja, nee, aber wie gesagt, morgen, Freitag, hast du ja gesagt, du hast den ganzen Tag zu tun, weil alles haargenau passen muss. Ja, abends geht's da wieder, ne? Also. Der Tag ist so, ja, kacke. Also der ganze Tag ist wirklich minutiös geplant. Das ist ganz furchtbar. Also der morgige Tag und ganz ehrlich, heute haben schon wieder so viele Kunden. Ja, das brauche ich noch, das. Ich weiß gar nicht, wie ich das morgen alles noch bewerkstelligen soll. Weil der wirklich total gerastert ist, der Tag. Also es ist wirklich auf die Minute genau geplant, wann ich wo zu sein habe. Weil, wie gesagt, morgen soll der so Fernseher ins Büro und so, ne? Hm, Büro, klar. Ja, ins Büro. Ja, ja, ins Büro. Wo willst du denn? Im Klo? Und zwischendurch gehst du und Gorilla wieder fett essen? Nee, diesmal nicht, weil Gorilla ist abends, glaube ich, um Geburtstag. Der hilft mir halt nur, weil es ist halt sinnvoll, einen großen Fernseher vielleicht nicht unbedingt alleine an die Wand zu nageln. Sondern es ist immer gut zu zweit, weißt du? Und an die Wand nageln. Du willst mich an der Wand nageln? Na, du musst aber früher für wach werden, du kleines Ferkelchen, du. Nein, nein, Gorilla möchte ich an der Wand nageln. Ach Quatsch, der will mich nicht nageln. Der ist ja nicht schwul. Ja, da wäre ich mir bei ihm nicht so sicher.
Wenn du mal kennenlernst, dann pass auf. Naja, das ist das zweite Kind, Chris. So. Ja, auf jeden Fall. Warte, wann abends? Ja, abends. Also, ich glaube, bis 18 Uhr muss das alles abgeschlossen sein. Aber wir haben halt viel Tour. Das heißt, wenn natürlich morgen das Wetter hier so ein bisschen doof ist, dann wird das Ganze natürlich alles sehr fragil, weißt du? Und das ist immer sehr schwierig, dann zu sagen, das wird so und so laufen, weil sobald hier Schnee fällt, drehen die Menschen hier ja immer am Rad, weißt du? Das ist ja, die sind ja mit Schnee, kennen die ja hier im Ruhrport nicht. Ja? Also bis morgen 18 Uhr müssen wir aufgenommen haben. Nee. Bis morgen 18 Uhr bin ich mit Sicherheit eingespannt. Ach so. Ja. Denn das muss alles in der nächsten Woche stehen, bei mir im Büro. Und dementsprechend muss ich auch am Freitag noch dafür sorgen, dass sozusagen alles... Naja, kleiner tauchender Otter, ne? Mhm, tot ist er. Nee, dass alles noch eingestellt wird, weil es muss ja Übertragung des Computers, also des Monitors und so weiter, das muss ja alles eingestellt werden. Denn das muss ja laufen und da werde ich am Montag wenig Zeit für haben und ich habe ehrlich gesagt auch ganz wenig Lust, Samstag oder Sonntag deswegen ins Büro zu fahren. Weil erstmal Samstag ist ja dann auch wieder Stream, unser Funny Samstag, ne? Mhm. Und ja, ich muss ja auch vielleicht auch mal daran denken, dass ich bin ja keine Maschine. Na, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Behauptet man. Wer hoppelt? Behauptet man. Ja, ja. Du? Ja. Ich frage nochmal für die ganz Blöden. Warum nehmen wir eigentlich nicht das Zeug, was da im Stockpile liegt? Weil wir da hinten Platz machen wollten. Ach so, deswegen. Dann habe ich ja richtig gefragt. So, dann haben wir hier die Einfahrt schon mal ein bisschen größer, weißt du? Dann können wir da hinten mal gucken. Also auf jeden Fall, um das Thema jetzt irgendwie mal abzuschließen. Ja. Ja, dann machen wir, dann treffen wir uns doch morgen einfach wieder genau um dieselbe Uhrzeit wie heute und dann passt es. Ja. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es bei dir dann aussieht, aber womöglich ich können wir da natürlich noch ein paar Minuten. Samstag habe ich auch nichts vor. Wollen wir die so hinstellen, die Lumbas? Also beziehungsweise Samstag Nachmittag kommt dann erst jemand, kommt Besucher, aber bis dahin bin ich ja dann ausgeschlafen. Ja, guck. Vielleicht finden wir dann noch ein paar Minuten, weil dann müssen wir vielleicht nicht ganz so hetzen. Ehrlich gesagt fände ich das dann auch doof, wenn wir jetzt hier so auf Gedeih und Verderben nochmal eben alles hinbauen und rucki zucki und so ein bisschen... Also mehr als den wir jetzt machen mit dem Hinbauen und rucki zucki und... Also jetzt ist doch noch harmlos, oder? Außer dass wir den größten Teil eigentlich während der Nichtaufnahme machen und dann einfach nur noch vorstellen in der Aufnahme, wie und was und überhaupt. Ja, das ist... Weißt du, wenn du dir überlegst, dass allein die Fässer ja mindestens 30 Minuten gedauert hätten zur Herstellung. Ja, die Maschinen herstellen, das wäre ja weit über eine Stunde gewesen. Naja, ich weiß schon. Da musst du halt aber was anderes liefern in der Zeit. Was willst du noch machen? Möchtest du noch Agrikultur machen? Ach klar. Also wenn du das möchtest, machen wir das. Das ist, daran soll es nicht scheitern. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber klar. Agrikultur ist hier, ja. Landwirtschaft, oder? Genau. Okay. Mir fällt nur immer Agrikultur ein. Ich weiß noch nicht mal, ob das der sinnvolle Begriff ist, aber... Du kannst immer nicht sehen, ne, was ich da so bauen will, ne? Nein, ich kann da nicht blau pausen. Ich so, oh ja, stimmt, das war ja das Ding. Aber das passt hier hin, ne? Wir haben noch Rohre, also wir haben hier einen Wasserausgang. Da ist eine Leiter, aber man kommt nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier für Wasser sorgen. Hier hinten ist der Wasserzulauf, da hinten ist der Wasserablauf. Ist ja auch beschissen.
Soll ich Rohre holen? Ja, wir müssen ja eh noch. Hab ich den jetzt aufgenommen? Nee. So. Ich hab mal eben mit Pfeil und Bogen unter Wasser einen Otter getötet. Alles sehr super. Realistisch. Sehr realistisch. Lager. Das heißt, wir machen hier ein Lager hin. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Für drüben. Er nimmt den Wagen, ne? Was ist das denn hier? Zedernsamen? Hallo? Wer baut denn hier Zedernsamen rein? So, warte mal. Dann verbinden wir das alles schon mal. Also die ist so weit weg, dass die nur die Kohle und die... Alles klar. Und ihr lagert bitte ein in Öl. Und dann nehmt ihr euch auch die Ölfässer raus. Mit Kupferrohr kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, oder? Kannst du mal mitnehmen. Haben wir davon genug, oder? Naja, also wenn wir Kupfer und Eisen zusammennehmen, dann haben wir auf jeden Fall genug. Ja, du kannst Kupfer und Eisen nicht mischen. Du kannst aber zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen Kupfer für den Wassereinfluss und Stahl für den Wasserausfluss. Naja, meine ich ja dann. Das geht, das kannst du machen. Da schwimmt schon wieder ein Otter im Wasser. Auf diese Otter. Genau da. Wo meine Wagen steht. Achso, dachte du wolltest. Nee. Ich bin hier gerade am Verknüpfen der Dinge. Ich bin nur gerade halt am Überlegen, warum können die Lumberjacks darauf zugreifen, während die Kastrationsstation hier, nee, wie heißt sie, die Raffinerie, nicht so weit kommt. Das verstehe ich nicht. Also er da hinten kann problemlos auf die Kohle zugreifen, aber er schafft es nicht, auf die Rohre zuzugreifen. Das ist doch widersinnig. Irgendwie schon. Machst du Ableitung? Ja. Dann mache ich Zuleitung. Ist hier hinten Ableitung, oder? Ja, da kommt der Pfeil raus. Da würde ich die Ableitung sehen. Weil wir müssen ja hier eh noch einmal Strom hinbauen. Und wir müssen ja auch hier noch eine Pumpstation hinbauen, ne? Klar. Ach ja. Wie schön. Ne? Aber gut, die müssten wir ja in der nächsten Folge auch hinkriegen. Das heißt, wir bauen hier eine Dampfmaschine, dann braucht die Kohle ja gar nicht rüber. Die können wir ja hier lassen. Und ich habe meins erstmal nur bis dahin gebaut, weil da ja noch die Pumpstation hin muss. Da bauen wir uns mal eben eine elektrische Pumpe und eine Dampfstation. Genau. Wobei, wenn du natürlich möchtest, ne? Nein. Schade. Ich hätte das ja nicht ins Wasser gelegt, sondern ich hätte das schön spritzen lassen. Aber dann werden die oft doch nicht vergiftet. Doch, klar. Natürlich. Schön da reinspritzen. Du kannst ja noch ein Stück länger machen, wenn du möchtest, damit der Grund und Boden nicht so... Ne? Das ist das. Und dann müsste da schön viel Abwasser reinspritzen. Diese verkeimten Otter töten. Hast du auch Bohnen gegessen? Bohnen? Ich hatte mir ein Bohnengericht gemacht. Tja, nein. Otter, das ist es, wenn man faul auf dem Wasser liegt, weißt du? Schöne Zeit des Ausruhens ist vorbei. Vor dir ist noch einer. Unter Wasser? Oder ja. Oben? Nee, unter Wasser, den habe ich eigentlich gerade abgeschossen, genau da, wo du bist. Da schwebt er in der Substanz. Zack. Eine Otterkarkasse. Sehr gut. Das ist doch ein würdiger Abschluss, oder? Tote Otter.
So, das heißt, wir können dann, müssen wir Strom erzeugen. Weißt du was? Was denn? Ich wollte. Was denn? Komm mal kurz hier hoch. Ich häng fest. Ich komm da nicht hoch, ich bin zu fett. Was denn? Siehst du denn echt da hinten? Ja, und? Den hab ich von hier aus erschossen. Boah, bist du fies. Schau mal, da ist noch ein Otter. Schneller. Hast du den jetzt etwa abgeschossen, den armen Otter? Ja. Und damit bin ich bei Level 5 aufgestiegen. Toll. Ja, so ist er. Sag mal, du bist in die Folge reingegangen, ne? Rich? Ja, ja. Ja gut, dann... Ist ja die Donnerstagsfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt. Ja gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich fürs Zuhören. Gucken. Wir sehen uns dann morgen zum Gedanken, zum Freitag. Oder? Ne, die Worte zum Freitag. Die sehen wir morgen. Ne, hören wir morgen. Was war's nochmal? Gedanken oder Worte? Ich verwechsel das immer. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Wir essen was. Mhm. Okay, gut. Sehr gut. Also, wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.